Die Universitäten Münster und Bielefeld haben in einer Langzeitstudie die Jugendkriminalität in Duisburg untersucht. Von 2002 bis 2019 befragten die Forscher in Duisburg regelmäßig rund 3000 Menschen zwischen dem 13. und 30. Lebensjahr zu Delikten, Einstellungen, Werten und Lebensstilen. Ein Ergebnis der Langzeitstudie: soziale Benachteiligungen, familiäre Gewalt, ein schlechtes Schulklima und Gewaltmedien haben kaum eine direkte Wirkung auf ein mögliches straffälliges Verhalten. Allerdings haben diese Faktoren häufig zur Folge, dass die Betroffenen Gewalttaten als harmlos ansehen und ihre Zeit mit entsprechend auffälligen Freunden verbringen. Dies wiederum steht in einem deutlichen Zusammenhang mit der Begehung von Straftaten. Die über knapp 20 Jahre geförderte Untersuchung ist in Deutschland die einzige Langzeituntersuchung zur Jugendkriminalität. Laut einer Studie des Unternehmens Ofigo gehört Duisburg zu den deutschen Städten, in denen die Work-Life-Balance am schlechtesten ist. Die Studie hat die 20 bevölkerungsreichsten Städte Deutschlands auf Bedingungen untersucht, die zu einem ausgewogenen Verhältnis zwischen beruflichen Ansprüchen und privaten Bedürfnissen führen. Dazu wurden die Städte auf insgesamt 16 Faktoren in den vier Untersuchungsfeldern Arbeit, Zufriedenheit, Lebenshaltungskosten und Freizeit und Sport analysiert. Neben Berlin, Leipzig oder auch Dortmund ist die Work-Life-Balance in Duisburg besonders schlecht. Besonders gut ist das Verhältnis von Arbeit und Freizeit demnach in Stuttgart. Nach der Sprengung des ersten Weißen Riesen geht die Planung für den neu geplanten Park in Hochheide in die nächste Phase. Am 30. Januar findet eine Bürgerveranstaltung in den Räumen der AWO Homberg statt, bei der der Rahmenplan vorgestellt wird. Dazu können Bürger über den zukünftigen Namen des Parks abstimmen. Insgesamt wurden 113 Namen im Beteiligungsverfahren vorgeschlagen. Zu den meistgenannten Vorschlägen gehören Hochheidepark bzw. Hochheiderpark, Rhein-Preußen-Park, Stadtpark Hochheide, Glückauf-Park und Weiße Riesen-Park. Der erste Weiße Riese wurde im März 2019 gesprengt. Zwei weitere Hochhäuser werden noch folgen. Die im Zuge der Rückbauarbeiten frei werdenden Flächen werden als parkähnliche Grünflächen ausgebaut, um die Aufenthaltsqualität im Quartier zu erhöhen. Die Stadtwerke Duisburg erhöhen ab März 2020 die Strom- und Gaspreise. In der Sparte Strom liegt die Steigerung für einen durchschnittlichen Zwei-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 2500 Kilowattstunden bei rund 6%. Für Erdgaskunden wird der Strom rund 3,5% teurer. Die Stadtwerke führen mehrere Gründe für ihre Entscheidung an. Maßgeblich beeinflusst durch die Energiewende seien in den vergangenen Jahren Steuern, Netzentgelte und weitere staatlich regulierte Abgaben spürbar gestiegen. Demnach machen die staatlichen Steuern, Umlagen und Abgaben sowie Netzentgelte im Jahr 2020 mittlerweile rund 3/4 des Strompreises aus. Über die Preissteigerungen wollen die Stadtwerke die Kunden frühzeitig mit einem Anschreiben informieren. Im Rahmen der Duisburger Partnerschaft für Demokratie können Vereine, Verbände oder Initiativen nur noch bis zum 31. Januar Fördermittel für Projektideen in Duisburg beantragen. 2020 stehen hier insgesamt 100.000 Euro zur Verfügung. 60.000 Euro fließen in Projekte zur Demokratieförderung und gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. 40.000 Euro stehen über das Landesprogramm NR-Weltoffen der Landeszentrale für politische Bildung bereit. Hiermit können Projekte gefördert werden, die sich gegen Rechtsextremismus und Rassismus einsetzen. Der Jugendring stellt die externe Fach- und Koordinierungsstelle dar. Antragsvorlagen finden Sie auf der Webseite des Jugendrings. Der MSV Duisburg hat seinen Fanshop in der Duisburger Innenstadt dicht gemacht. Die Verantwortlichen trafen die Entscheidung nach einer Analyse der Zahlen. Über die letzten zwei Jahre steht dort nach Vereinsinformationen ein Minus im niedrigen sechsstelligen Bereich. Der Fußball-Drittligist hatte den Fanshop im September 2017 eröffnet. Durch die Präsenz in der Innenstadt wolle man ein anderes Publikum ansprechen als mit dem Fanshop in der Arena. Einen neuen Mieter für das Ladenlokal an der Ecke gibt es derzeit noch nicht. Die Sanierung der Türme und der Hubbrücke am Schwanentor dauert nicht nur deutlich länger, sondern wird auch teurer als geplant.
Statt den ursprünglich kalkulierten 4,5 Millionen Euro soll die Sanierung nun rund 6,7 Millionen Euro kosten. Das teilte die Stadt in einer Vorlage für Beratung in den politischen Gremien mit. Grund für die Kostenexplosion sind unbekannte Schäden, die nicht nur an den Türmen, sondern auch an der Brückenkonstruktion auftraten. Eigentlich sollten die Sanierungsarbeiten schon abgeschlossen sein. Aufgrund der Schäden, die erst nach Beginn der Sanierung bekannt wurden, ist mit einem Abschluss der Arbeiten erst frühestens gegen Ende 2021 zu rechnen. Das Fantastival in Dienstlaken wartet wieder mit bekannten Namen auf. Vom 16. bis zum 25. Juli stehen unter anderem die dänische Band Lucas Graham und Max Mutzke auf der Bühne. Das Konzert mit Gentleman und die Sommernacht des Musicals sind bereits ausverkauft. Weitere Programmpunkte werden bald bekannt gegeben. Seit 1999 lockt das Fantastival jeden Sommer internationale Künstler ins Burgtheater Dienstlaken, das maximal 2000 Zuschauer fasst. Die CDU-Fraktion macht Druck auf die Bezirksvertretung Rheinhausen in Sachen der Bienenschutzinitiative Deutschland summt. Sie will wissen, ob mittlerweile die personellen und finanziellen Rahmenbedingungen für den Staat organisiert worden sind. Gibt es in der Sitzung am 16. Januar keine zielführenden Antworten, will sich die CDU-Fraktion direkt an Oberbürgermeister Sören Link wenden. Die Verwaltung hat den ursprünglichen Beschluss, Teil der bundesweiten Initiative zu werden, wieder gekippt, da die Teilnahme mit einer Gebühr von 10.000 Euro zu teuer sei. Die Sparkasse Duisburg verzichtet bis auf Weiteres auf ihre große Gala. Wie das Geldinstitut mitteilte, reagiert sie damit auf die veränderte wirtschaftliche Situation. Die Sparkassengala wird bis auf Weiteres gekippt. In einer Zeit, in der Nullzinsen die Bilanz prägen, Zweigstellen geschlossen und Personal abgebaut werden müsse, sei eine derartige Gala einfach nicht mehr darstellbar, so die offizielle Begründung der Sparkasse Duisburg. Vier Jahrzehnte lang gehörte die Sparkassengala zu den beliebtesten Veranstaltungen in Duisburg. Zuletzt gab es die ursprünglich jährlich stattfindende prunkvolle Veranstaltung nur noch im Zweijahresrhythmus. Im Frühjahr hätte die nächste Gala angestanden. Nach dem ungemütlichen Start in die Woche geht es in Duisburg in den kommenden Tagen wieder etwas freundlicher zu. Der Mittwoch wird wechselhaft. Zwar kann es ab Nachmittag noch vereinzelte leichte Schauer geben, dafür traut sich endlich auch mal wieder die Sonne raus. Die wechselt sich bei Werten zwischen 8 und 13 Grad immer wieder mit Wolken ab. Am Donnerstag wird es fast schon frühlingshaft. Die Sonne scheint den ganzen Tag, es bleibt trocken und das Thermometer klettert auf bis zu 10 Grad. Genießen Sie den Donnerstag, denn am Freitag drohen dann schon wieder dicke Wolken und Regen. Dazu gibt es Höchstwerte von bis zu 10 Grad. Der Verkehr bei Studio 47 wird Ihnen präsentiert von Ihrem Subaru-Autohaus Wingenta in Neumühl. Vorsicht, liebe Autofahrer! Auch morgen wird im Stadtgebiet wieder fleißig die Geschwindigkeit kontrolliert. Es wird geblitzt, unter anderem auf dem Kalkweg in Wedau und auf der Lotharstraße in Neudorf Süd. Außerdem behindern Baustellen vielerorts den fließenden Verkehr. In Althamborn zum Beispiel sind die Sieglinden- und die Viktoriastraße voll gesperrt. Grund hierfür sind Arbeiten am Kanal. Bis März 2020 gibt es hier abschnittsweise Vollsperrungen. Und in Baal wird auf der Straße auf dem Bremmenkamp ebenfalls am Kanal gearbeitet. Aus diesem Grund ist die Straße in diesem Bereich voll gesperrt. Umleitungen sind aufgrund der Örtlichkeit nicht ausgeschildert. Fußgänger und Radfahrer können den Bereich überqueren. Die Arbeiten werden voraussichtlich am 17. Februar abgeschlossen. Studio 47 wünscht eine sichere und staufreie Fahrt.